Hallo und herzlich willkommen zur 223. Zwei irgendwas Folge. 22. ist es auf jeden Fall. Von Project Unstable 4. Es gibt anscheinend ein Problem. Ich weiß nicht. Der Reaktor läuft jetzt ein bisschen auf Mox noch. Ah ne, es gibt ein Problem. Er will die Mox-Fuel-Rods nicht verarbeiten. Ich weiß nicht warum. Denn eigentlich sollte er sie verarbeiten zu Plutonium, Dinybar, Plutonium und Eisendust, aber irgendwie macht er nichts. Ja, das ist zwischendrin jetzt für eine Viertelstunde hier drin liegen. Es ist nichts passiert. Das ist ungünstig. Zum einen brauche ich jetzt mal einen Filter. Weil ansonsten, ja, dann muss ich die Mox erstmal im ME-System irgendwie sammeln. Das ist doof. Das heißt, wir müssen warten, dass wir irgendwann ein Update. Gott, ein Update bekommen auf Industrial Craft, in dem der Bug gefixt ist. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gab es für Industrial Craft jetzt kein Update. Und das ist schon wieder doof. So, mal hier. So, weg. Okay. Dann machen wir das mal noch so. Ich muss, also ich habe übrigens das Update für heute fertig. Für unseren Server hier. Das muss ich dann nachher nur noch draufballern. Oder morgen. Ich baller es morgen drauf. Heute nicht mehr. Und das mache ich dann, ja, heute Abend, nee, nicht heute Abend, morgen Mittagszeit irgendwann. Aber Industrial Craft war leider nicht dabei. Ich guck jetzt noch mal ganz schnell. So, mach das auf. Okay, habe ich noch irgendwas? Nein, ich habe nichts Radioaktives mehr an mir. So, dann gehen wir einmal nach hier rüben. Und dann stellen wir nochmal das Ding hier ein. Weiß dies Factory Manager, der Dupe Bug wurde übrigens behoben. Yay. So, dann machen wir jetzt einfach hier Input, Output. So. Input ist die Kiste. Unten Whitelist. Depleted Mox Fuel Rod Output Interface irgendwo. Okay. Trigger. So, okay, das sollte hoffentlich funktionieren. Und dann haben wir das nämlich schon mal soweit. Leider erstmal mit einer wie heißt es? Na, sag schon. Jetzt komme ich nicht drauf, wie ich es beschreiben soll. Ich komme ernsthaft gerade nicht auf. Oh Gott, es ist schon wieder soweit. Okay. Lassen wir das. Anstelle dessen würde ich sagen. So. Wir kümmern uns darum, dass wir hier unten ein bisschen Mana produzieren. Dass wir praktisch jetzt die Mana-Produktion hier rüberlegen, dass wir dann ein kleines Spark-Netzwerk aufbauen und dann schon mal alles soweit fertig machen, dass es funktioniert. Das heißt, ich werde hier hinten wahrscheinlich einfach mal ein bisschen mit den Dermalilis rumballern. Ich meine, wir bekommen genügend Strom, genügend Strom sage ich schon, genügend Blut. Allein schon durch die Hexen, die hoffentlich noch da sind. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass die Hexen irgendwann despawnen, obwohl sie eigentlich benannt sind und eigentlich nicht despawnen können. Aber man weiß ja nie. Ist alles noch da, oder? Ja. Okay, alles noch da. Okay, wunderbar. Gut. Eigentlich brauche ich mir keine Sorgen machen, aber ich mache mir immer viel zu viel Sorgen über alles. Gut. Dann bauen wir jetzt hier erstmal eine kleine Mana-Produktion hin. Wird im Endeffekt wieder eine Thermalady-Produktion werden.
Allerdings dann halt, wie gesagt, wie wir Sparks machen dann einen Mana-Pool, der all sein Mana automatisch dann versucht, alle Mana-Pools in der Nähe abzugeben. Und dann haben wir hier noch ein paar Mana-Pools, die dann auch wieder mit einem Mana-Pool verbunden sind, der auch wieder alles abgibt. Ist egal, lassen wir das. Also wir werden jetzt eine kleine Mana-Produktion hier machen. Und zwar möchte ich die gerne, ja, bauen wir es hier direkt in die Ecke rein. So. Einmal hier mal Torch. Und dann nehmen wir jetzt einfach das hier mit, was wir hier hinten haben. Und gut ist. Einmal das weg. Und dann Lava weg. So. Alles klar. Nehmen wir das alles mit. Hallo. Und dann können wir eigentlich mal versuchen, vielleicht auch ein bisschen extremer zu werden mit unseren Mana-Kosten. Das heißt, wir könnten theoretisch noch eine Schaffarm und so weiter machen mit Botania wieder. Wobei im Moment. Okay, das müssen wir unbedingt verschieben. Im Moment ist es so, dass wir wieder String bekommen. Also, dass wir wieder unser praktisch Maximum an String haben. Weil ich habe nicht mitgekriegt, unser Maximum sind 2048. Und ich habe es mitbekommen, habe aber nichts dagegen getan, was ich mich gerade wundere. Weil eigentlich wollte ich da nämlich noch so ein Emerald Upgrade draufklatschen. So, damit wir 416 Stacks haben können und damit 10.000. Und das sollte dann mehr als genug sein. So, wo sind jetzt die ganzen Blümchen? Warum stacken die nicht? Warum stacken die nicht? Oh, weil ich die vielleicht weil ich sie mit Silk Touch abgebaut habe. Ich weiß es nicht. Aber wenn, wäre es ziemlich komisch, weil was ist dann der Unterschied? So, einmal das, einmal das, einmal das, einmal das, einmal das. Und dann brauchen wir jetzt noch den Ritual Diviner. Serenade of the Nether ist schon drinne. Oh, haben die gerade noch produziert? Deshalb vielleicht. Wo ist jetzt mein Activation Crystal? Nein, nicht das, das. So. Und dann muss ich jetzt hoffen, dass da oben nicht alles abfackelt. Und dann mein ganzes Haus weg ist. Ja. Okay, nehmen wir das mal auch nochmal gleich alles mit. Ich würde sagen, wir machen uns gleich eh noch einen zweiten Elven-Mana-Spreader. Beziehungsweise einen haben wir hier noch. Dann nehmen wir die beiden, nehme ich dann für die ganzen Mana-Pools. Und dann machen wir jetzt erstmal ein bisschen Mana-Pools. Und zwar, dass wir einen Haufen Mana-Backlog haben. Einen Mana-Pool habe ich noch. Ein Stück. Damit sollten wir erstmal ein bisschen hinkommen dann. Und dann würde ich sagen, wir bauen das einfach mal hier so direkt daneben. Also, wir haben praktisch jetzt einen Pool. In diesen einen Pool kommt jetzt alles rein. Wir könnten es sogar eigentlich. Oh, nicht in die Lava fallen. Gut. Wir können es eigentlich sogar so machen und dann einfach direkt hier reinleiten. Da haben wir keinerlei Strecke. So, hallo? So, das dahin, das dahin. Okay. Und dann müssen wir jetzt hier nochmal binden. Das auf das Ding, 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 das auf das Ding und das auf das Ding. Und jetzt sollten alle gebunden sein. Wunderbar. Alles klar. Gut, dann bekommen wir jetzt hier Mana. Wunderschön. Und dann brauchen wir jetzt noch ein paar Sparks. Und ein paar Spark-Dinger dann. Also, habe ich noch Sparks? Ich habe noch drei Sparks, wunderbar. Ja, okay, man findet sie nur Spark. Und zwar brauchen wir einmal das Dispersive? Recessive war es, glaube ich, ne? Ich lese nochmal nach. Bevor ich jetzt was Falsches mache. Spark. Dominant Recessive will output all the mana in its pool until all nearby non-augmented. Genau. Okay, also Recessive. Wir brauchen eine Rune of Earth.
Und ich habe mir übrigens überlegt, wir werden es wahrscheinlich so machen, dass ich mir, wenn Steve's Factory Manager funktioniert, werde ich mit Steve's Factory Manager den Rezepttransport übernehmen. Denke ich. Wahrscheinlich ist das am einfachsten dann. Denn andernfalls haben wir keine, wir haben ja keine Teleportationsmöglichkeit in der Form. Wir könnten es, okay, wir könnten es mit Blood Magic machen. Naja, egal. Mal gucken. Ich brauche jetzt. Achso, dafür bräuchte ich ja dann noch. Haha, ne, Mensch. Eine habe ich noch. Wunderbar. Weil wir brauchen ja hier dann auch noch einen Spreader. Für das Ding, damit das da unten überhaupt erstmal funktioniert. Das Teil und Pixie Dust war's. Ich noch Pixie Dust? Jawohl. Okay. Einmal das zusammengeballert. Und wir haben ein Recessive Spark. Gut, dann kommt der jetzt gleich mal hier oben drauf. So, dann gucken wir mal, worauf es schon gebunden ist. So. Hat er schon. Er ist auf einen Pool gebunden. Okay, das ist durchaus zu wenig. Gut. Warte mal, ich will nochmal ganz kurz gucken. Recessive, ging der auch auf Isolated? Nee, ne? Any nearby non-augmented orders purses spark pools until it's completely empty. Okay. Gut, dann machen wir die da oben einfach zu dominant und gut ist. Das heißt, wir basteln uns jetzt hier unten dann. Habe ich noch Stone? Ich versuche immer wieder das Ding aufzumachen. Stone. Wir haben sogar sehr viel Stone. Und ein Haufen Stone Dust, was mich gerade irgendwie wundert. Nee, es wundert mich gar nicht. Das sollte mich eigentlich nicht wundern. Wir nutzen Overwashing Plant die ganze Zeit. So, machen wir das einmal voll. Hier oben nochmal. So. Und dann machen wir jetzt einfach mal hier die Wand rein, so wie es praktisch jetzt hier unter dem Gebäude wäre. Wir haben natürlich noch ein bisschen mehr Platz und können dann später noch ein bisschen ausbauen, aber fürs Erste muss reichen. So. Weg. So. Okay. Okay. Ein bisschen. Nein, das war mir so klar. Das ist das Problem von einem Step Assist. Oh, ich habe heute auch. Irgendwie, heute ist wieder nicht mein Tag. Ich habe es heute geschafft, auf den Reset Keys Button zu drücken. Das war nicht toll. So. Das ist fertig. So, okay, dann haben wir jetzt wenigstens hier schon mal ein Räumchen. Erstmal. Was jetzt komplett ein bisschen isoliert ist und wo wir jetzt mitarbeiten können. Okay. Das kommt weg. F7 drücken wir nochmal drauf. Und dann gucken wir jetzt mal hier, dass wir die Sparks so halbwegs mittig hinkriegen. Nicht Sparks, die Mana Pools. Dass praktisch die ganzen Automatisierungen, die wir dann vielleicht hier außen rum bauen, alle drauf zugreifen können. Ich würde sagen, vielleicht, dass wir, es sollte passen, wenn ich es hier in die Mitte mache, oder? Ja, wunderbar. Okay, machen wir das einfach in die Mitte. Und der Pool ist mit dem Spark da oben verbunden. Der hier ist halt nur mit einem verbunden, was ein bisschen doof ist. Denn wir müssen hier oben die Pools ja voll kriegen. Oh, die sind auch relativ weit weg. Wir könnten noch einen Mana-Pool machen. Außerdem haben die Dinger keine Sparks. Ja, sie bräuchten auch Sparks, damit sie damit interagieren können. Ich bin doof. Okay. Spark. Okay, haben wir keinen Blaze Powder mehr? Nope. Oh, ich kann es aber autocraften. Go. Okay, dann brauchen wir noch Petal. Haben wir Petal? Nein, nicht hier jedenfalls. Habe ich noch welche übrig? Nicht genug für meinen Geschmack. Wir nehmen einfach mal ein paar Blümchen. So. Nein! Ich möchte gerne einen Haufen Sparks machen.
Okay. Dann kriegen wir jetzt 16 Sparks. Blaze Powder. So. Okay. Und dann packen wir jetzt hier oben gleich mal einen Spark rein. Einmal hier. Ist der Spark da? Ja. Und einmal hier. Okay. Und das sollte jetzt hoffentlich alles funktionieren. Dass das Ding auch patsch da hochgeht. Ja. Geht an alle ran. Wunderbar. Geht das Ding an alle ran? Das Ding geht auch an alle ran. Wunderbar. Okay. Dann haben wir es super geregelt. Das heißt, ich kann jetzt hier einmal außenrum nochmal meinen Mana-Pool-Geplompe bauen. Überall einen Spark drauf. So. Und dann werden sich die jetzt praktisch füllen, dank dem. Was ich jetzt nochmal mache, ist, wenn ich einmal dabei bin, ich muss hier hin. Create a Bun of Mana. Achso. Okay. Create a Bun of Mana rein. Situation Wand. So. Okay. Yeah. Es geht auf die Frames. Also, das ist das, was am meisten bisher auf die Frames geht von allem. Ich würde sagen, den machen wir weg. Den können wir auch schon mal wegmachen. Den können wir wegmachen. Und die Pools stellen wir dann einfach oben hin mit. Okay. Einen nochmal leer. So, einen können wir ein bisschen leer machen. Okay. Und dann wieder hier rein. Sparks sind nämlich die schnellste Transport des Manas, im Gegensatz zu Mana-Spreadern. Und wenn wir jetzt mal gucken, oh ja, wunderbar. Mana-Pools sind schön voll. Und der Recessive ist halt so, er füllt alle Mana-Pools aus, zu denen er verbunden ist. Und das sind praktisch hier diese 8, diese 9 hauptsächlich, und dadurch füllt er auch alle gleichmäßig auf. Also wir brauchen keinen Mana-Distributor. Mehr, um das Mana gleichmäßig zu verteilen, das passiert indirekt automatisch. Weil alle immer praktisch so ein bisschen Mana dann abkriegen davon. So. Das machen wir voll. Dann auf zum nächsten Pool. Das ist auch leer. Auf zum nächsten Pool. Okay. Dann machen wir das jetzt nach und nach einmal alles hier voll. Okay. Und dann holen wir noch einen letzten Pool. Und dann haben wir das auch schon geschafft. Und dann können wir uns praktisch noch die Blumenproduktion auch später noch runtersetzen. Mal gucken. So. Okay. Na, okay. Ja. So, und dann machen wir jetzt einmal hier oben noch einen Mana-Pool. So. Mensch. Das muss weg. Den Spreader brauche ich nicht. Distributor, nicht Spreader. Okay. Gut, jetzt überlege ich gerade, wie wir das machen mit dem Mana-Pool, der uns dann immer Mana liefert. Wir könnten... Also die Dominant nehmen aus allen raus. Das heißt, hier können wir beispielsweise noch ein Dominant Augment draufpacken, dass die auch von den mittleren Teilen hier nehmen. Weil im Moment nehmen sie ja nur von dem Pool und der Pool wird immer versuchen leer zu sein. Der Pool tut ja sein ganzes Mana rausballern. Jetzt die Frage, packen wir hier überall Dispersive drauf? Das war jetzt meine Idee, ob wir auf 9 Dinger jetzt ein Dispersive machen. Der uns dann praktisch das Mana... herliefert. Kann ich eigentlich? Das habe ich nie probiert. Nein, schade. Es wäre lustig, wenn es gegangen wäre. Machen wir das mal hier hin, dann machen wir das mal hier hin und dann machen wir das mal hier hin und dann bräuchte ich einen Dominant. Weil der bekommt jetzt ein bisschen wenig. Okay. Spark, Dominant. Dominant ist Fire. Okay. Ich kann gleich mal, bevor ich das jetzt mache, setzen wir einmal das hier oben hin. Kann ich dann alles ja noch mit der Zeit schöner machen. So. Alchemy Catalyst. Und den anderen Catalyst, wo setze ich die hin? Ich könnte die hier so mittig setzen.
Will ich das so machen? Weiß es nicht, ob ich das will. Ich glaube, ich lasse die erstmal so und dann könnt ihr mir nochmal sagen, ob wir die so behalten wollen oder nicht. Oder ob ihr noch eine andere Idee habt, wo ich sie hinsetzen könnte. Ich könnte sie vielleicht noch hier hinsetzen, an diese Seiten. Weil ich mir unsicher bin, ob ich das Ding vielleicht noch drehe. Also, wahrscheinlich werde ich es drehen, dass die Mana-Pilen hier auf der Seite sind. Okay, so, die sind mittlerweile fast voll alle. Oder so halb, dreiviertel voll. Okay, dann holen wir mal... Wie viel Fire habe ich noch? Einen. Okay, das ist zu wenig. Aber wir können wenigstens einen Dominant machen. Was schon mal ausreichend ist. Dominant. Okay, ich brauche noch Sparks. Ich brauche allgemein noch viel Zeug. Ich nehme jetzt alles hiervon mit. Dann brauchen wir es jetzt erstmal nicht. Wir haben das ME-System ja für einen Grund, damit wir alles nicht mehr so verteilt haben, sondern alles zentral. Gut, das Ding bekommt jetzt ein Dominant und wird sich jetzt einmal an den ganzen Mana-Pools hier bedienen und damit auffüllen. So, wunderbar. Und dann sollte das auch komplett funktionieren mit dem Runic-Alter. Das Problem ist halt, wir haben keine Rezepte. Aus Gründen der Automatisierung. Ja. Und ich bin mir auch unsicher, ob ich mein ME-System jetzt ausbauen will, weil das Problem ist, früher oder später werden wir wieder auf normales Uran zurückfallen. Dank dem Reaktor-Bug. Es ist alles doof, okay. Es ist alles einfach doof. Moment. Entschuldigung, aber es ist so. Gut. Wo packe ich eigentlich meine Terrestrial Agglomeration Plate hin? Vielleicht packe ich die dann hier mittig hin irgendwie. Dass die hier ist und dann packe ich hier dieses 3x3-Ding. Dann kommen hier noch Säulen hin. Das wird ziemlich eng hier hinten, aber es wird schon gehen. Und ich mache jetzt Folgendes. Ich verschiebe das komplette Zeug immer. Weil mich das gerade stört. So. Okay. Nein! Ich kann es auch einfach von unten machen, ne? So. Beziehungsweise ich hätte mal Magneten anschalten können. Achso, jetzt kommt er wieder, immer wieder. So. Die Blume war hier oben. Magnet. Da ist Magnet. Okay. Okay. Dann probieren wir mal, wie das ganze Ding jetzt wirkt, wenn ich es umstelle. Es sollte ja immer noch, ja. Passen, hoffe ich. Dass es nicht zu schrecklich aussieht gleich. Ich möchte gerne den Magneten weiter behalten. Danke. Huch, nein. Dann einmal hier, hier und einmal hier. Zu. Okay. Dann eine Blume, zwei Blumen, drei Blumen. Ein Peilen, zwei Peilen, drei Peilen, 4, 5, 6 Blumen, 4, 5, 6 Peilen. Okay, dann einmal aktivieren. Spark drauf. Besser. Okay, und dann haben wir praktisch hier direkt in der Mitte von dem gesamten Gedusel. Beziehungsweise, warte mal, hier haben wir eine Säule. Irgendwas zu markieren. So. Hier kommt eine Säule hin. Nee, Quark. Hier kommt eine Säule hin. Und hier kommt eine Säule hin. Die Mitte wäre jetzt genau hier. Möchte ich es aber irgendwie nicht hinbauen. Oder ich verschiebe die Dinger nochmal. Ich weiß nicht, wie ich das bauen will. Naja, mal gucken.
Okay, erstmal wieder zu wichtigeren Dingen. Wir brauchen eigentlich noch Runen. Ach, das ist so schön. Ah, ich finde es so schön. Okay. Wir brauchen Runen. Die krieg ich jetzt nicht so schnell gecraftet. Muss ich langsam machen. Okay, das ist doof. Egal. Rune. Wir brauchen im Endeffekt Rune of Fire auf jeden Fall noch. Also brauchen wir Mana Steel. Wir brauchen Nether Brick. Okay, ich mache einfach mal einen Stack. Können wir relativ schnell machen. Dank unseren wunderbaren Automatisierung hier. Dann brauche ich noch Nether Ward. Vier machen wir mal. Das gleiche im Endeffekt auch bei Nether Bricks. Dann brauchen wir noch Gunpowder. 1, 2, 3, 4. Und dann nochmal 8. Hier vorne, dann brauche ich theoretisch auch nur 8 Mana. Steel Ingots. So, dann brauchen wir noch Rune of Earth. Denn die Rune of Earth machen uns ja hier dieses Recessive, glaube ich, ne? War das so? Recessive for Rune of Earth und Dispersive for Rune of Water. Okay. Bone Meal Sugarcane Fishing Rudge. Bop, 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 bop. 1, 2, 3, 4. Das ist doch schon wieder irgendwie. Egal. Dann bauen wir noch Sugarcane, 4 Stück. Und was war das letzte? Bone Meal. Bone Meal. 4 Stück. Okay, damit sollten wir jetzt alles haben. Bis auf den Living Rock. Aber, ja. Das sollte kein Problem sein. Wenn ich, danke. Kann ich da irgendwas weglegen? Ja, das Buch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Gut, wie gesagt, wir müssen das jetzt leider erstmal manuell machen. Das war einer zu viel. Das Ding und dann müssen wir jetzt einfach, nehmen wir einfach mit dem Pool hier. Und das Teil. Und wir werfen schon mal den Stein drauf. Also es funktioniert auf jeden Fall. Wir können theoretisch auch noch einen Gaia-Spreader machen. Dass wir wirklich hier den komplette Geschwindigkeit haben. Habe ich den Stein eingesammelt? Nein, wo ist der Stein hin? Hä? Warum war das umgestellt? Also wenn das dauernd sich umstellt, habe ich schon wieder keine Lust mehr. Ja. Na toll, das kann ja wieder was werden. Warum habe ich jetzt ein Redstone wieder? Was ist hier los? So, das Ding, das Ding, das Ding, das Ding, das Ding, das Ding. Irgendwas ist hier sehr, sehr komisch. Ich weiß nicht. Ist manchmal sehr, sehr interessant hier auf dem Server, was da für Dinge manchmal passieren. Ah, das sollte aber wirklich komplett funktionieren. Wunderbar. Okay, also müssen wir uns wirklich nur Gedanken machen, wie wir die Items hierher bekommen. Der Rest ist egal. Okay. Wie gesagt, mit Seas Factory Manager können wir Inventare rüber platzieren. Wir können es theoretisch auch mit Blood Magic machen, mit dem Teleposer, dass wir praktisch eine Kiste rumtransportieren, bis von hier praktisch das Signal auf Stufe 2 kommt und dann tun wir wieder erlauben. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es echt noch nicht, wie ich das machen will. Das Problem ist, bei manchen Rezepten brauchen wir, glaube ich, Items mehrmals. Wie zum Beispiel bei der Mana Rune. Brauchen wir ja viele Mana-Steel. Das war doof. Ich habe keinen Stein drauf geschmissen. Das. Verdammt!
Ich überlege schon seit Tagen, wie ich das transportieren will. Ohne dass es Probleme gibt. Es wäre auch schön, wenn du ein Rezept sammeln kannst. Also praktisch alles in den Inventar packst. Und dann, wenn nichts Neues mehr dazukommt, dann wird alles auf einmal gedroppt. Das wäre auch lustig. Aber ich glaube, schwierig umzusetzen. So, dann machen wir nochmal das da. Stein drauf. Das nehme ich auch mit. Also, falls ihr eine Idee habt, womit wir es dann vielleicht automatisieren könnten, sodass es funktioniert. Das war wieder doof. Eine Sekunde zu früh. Dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Ja. Na ja, gut. So, wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal die Pools. Wir haben das da oben umgebaut. Da bin ich mir noch unsicher bei den Alchemy Catalyst und Conjuration Catalyst. Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, wie ich die behalten möchte. So, also einmal Dispersive. Brauchen mehr Pixie Dust. Brauchen definitiv mehr Pixie Dust. Aber dafür haben wir unser Portal. So. Gut, dann das einmal rein. 8 Dispersive. Einer fehlt noch, den habe ich hier. Und dann machen wir jetzt nämlich die ganzen Pools einmal zu Dispersive. So, hier auch noch. Hallo, danke. Da, 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 da. Okay. Und damit sollte ich auf jeden Fall immer genügend Mana kriegen, wenn ich hier einmal in die Nähe latsche. Wenn ich einmal hier oben bin, sollte ich genügend Mana dazu bekommen. Für, ja, dass der Ring sich schnell auffüllt. Ich kann ja mal Folgendes kurz machen. Ich entleere mal den Ring hier rein. Und dann können wir mal live mitverfolgen, wie schnell es geht. So, okay. Der Pool leert sich jetzt wieder. Okay. Die Pools haben jetzt alle ihr Mana drin. Und jetzt sammle ich das Ding mal ein. Boop. Yeah! So muss das sein. Also, ja. Reicht von der Geschwindigkeit, würde ich sagen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir das noch hinkriegen, weil dann kann ich vom E-System die ganzen Runen bestellen, dann können wir hier das noch besser ausbauen. Mhm. Okay. Dann müssen wir eigentlich nur noch die Terrestrial Agglomeration Plate, die Dinger will ich auch noch automatisieren, diese Conjuration Catalyst, damit das im E-System praktisch dann später das auch nutzen kann und Items draufwirft und dann werden die verdoppelt. Aber dazu kommen wir dann erst später. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Man sieht sich vielleicht beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Tschüss, auf Wiedersehen. Und ich wünsche euch da noch einen schönen Tag. Tschüss.